Hallo zusammen, ich möchte mal ein kleines Video machen und zwar geht es darum, sei wie Wasser. Hört sich jetzt erstmal komisch an, wir sind schließlich kein Wasser und haben auch die physikalischen Eigenschaften von Wasser nicht. Ich meine aber, wir sollen geistig wie Wasser sein. Das heißt, wir sollten versuchen, uns nicht gegen das Leben zu stellen, ja, nicht Widerstand zu leisten, sondern die Umstände des Lebens quasi wie Wasser umströmen. Und Wasser ist nicht dauernd in Bewegung. Es kann auch mal sein, dass Wasser gefriert. Es kann auch mal sein, dass man stehen bleibt, dass man eine starre Phase im Leben hat. Und das merkt man dann, dass da irgendwas nicht mehr vorangeht. Und irgendwann kommen die Lebensumstände, ja, die dann das Wasser wieder auftauen und dann fließt man weiter. Ja, man hält sich sozusagen nicht am Ast fest, oh Gott, ich werde weitergezogen, ich möchte aber nicht, sondern man gibt sich dem hin. Man gibt sich diesem Strom, diesem Fluss des Lebens hin. Und man hat auch mal Phasen, in denen man geistig aufsteigt und vielleicht auch mal viel nachdenkt, philosophiert, hineinspürt, sich Zeit nimmt, auf Impulse zu hören. Vielleicht ist dann das Verdampfen des Wassers, bis es dann wieder, ja, dieses Unsichtbarwerden, dieses in die Spiritualität abgleiten, um dann wieder zu Tropfen zu werden, wieder greifbar, sichtbar zu werden und wieder in das Materielle einzutauchen. Aber dann mit neuen Inspirationen, mit neuen Eindrücken, mit neuen Impulsen, ja, mit dem Wissen, wohin die nächste Lebensphase geht. Ja, und das ist ein sehr schönes Bild, finde ich. Wenn man sich das vergegenwärtigt, sei wie Wasser, dann tritt man den Lebensumständen, die scheinbar von außen einem etwas, ja, in den Weg stellen, ganz offen gegenüber und sagt, ah, okay, das kann ich irgendwie umspülen, aber worum ich das umspüle und wie weit mein Umweg sein muss, oder vielleicht muss es gar kein Umweg sein, ich umspüle es und plötzlich falle ich als Wasser in ein neues Tal mit einem neuen Weg, der mich dahin bringt, wo ich vorher überhaupt nicht mit gerechnet habe, ja, und gar nicht mehr auf den Weg zurück, den ich vorher hatte. Vielleicht ist es aber auch nur ein kleiner Umweg, vielleicht werde ich gasförmig, vielleicht überfliege ich Dinge und komme irgendwann mit neuer Erkenntnis wieder auf einen ähnlichen Weg zurück, nur um diesen Weg nun mit neuen Erkenntnissen, mit dem Wissen, wer ich wirklich bin oder noch mehr mit dem Wissen, wer ich wirklich bin, fortzusetzen, um noch mehr geben zu können, um noch mehr nach dem, ja, wahren Ich zu leben, um noch mehr angebunden zu sein an das Bewusstsein. Also allein diese Metapher, sei wie Wasser, hat so viele Aspekte, dass man quasi in jeder Lebenssituation sich da etwas nehmen kann aus dieser Metapher und auf das Leben anwenden kann und dann klarer sieht und aufhört, Widerstand zu leisten, ja, friedlich bleibt und trotzdem bestimmt, denn Wasser hat trotzdem viel Kraft und Energie. Wasser kann Täler bilden, ja. Wasser kann, ja, hat mit Gewitter zu tun, mit Urgewalten. Wasser ist der Stoff des Lebens und gleichzeitig bietet es so wenig Widerstand. Und das ist eigentlich die Essenz, die man daraus ziehen kann. Das ist das Wichtige daran. Und wenn wir uns das verinnerlichen, dann werden wir ja, friedvoller, dann werden wir widerstandsloser, aber trotzdem bestimmter. Dann werden wir erkenntnisreicher, dann werden wir naturverbundener, dann werden wir uns nicht mehr so leicht, ja, verbiegen lassen, sondern wir passen uns den Lebensumständen, aber wir sind immer noch das Wasser, das jederzeit wieder in seine Kraft kommen kann, sozusagen. Ja, ich hoffe, man hat es ein bisschen verstanden, was ich damit gemeint habe. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.